Ja, wir haben im Keller auch ein ganzes Teil Vorrat, bestimmt für 3 Wochen. Angefangen von Reis, der ist haltbar, von Nudeln, Couscous, also alles so Sachen, die länger halten. Dann ein ganzes Teil Konserven, Suppen, klassisch Ravioli. Das sind alles Sachen, die wir auf dem Spirituskocher machen können. Nicht in der Dose, sondern ich nehme alles immer aus der Dose raus. Die Dose wird heiß, wenn sie draufsteht. Kann man sich verbrennen und es brennt doch leider unten an. Also deswegen aus der Dose raus in die Töpfe. Bohnen, ja, alles das, was an Lebensmittel mindestens 2 Jahre alt ist, haben wir. Wir schauen immer mal durch, wann es abläuft. Dann wird wieder neu aufgefüllt, der Rest wird so verwendet. Ganz wichtig ist noch, dass wir genug Wasser haben. Ich habe immer ein ganzes Teil von diesen 5-Liter-Kanister, die können wir nehmen als Trinkwasser, die können wir nehmen zum Kochen, die kann man auch nehmen, sich zu waschen und für Hygiene, für alles. So 5 Liter kosten unter 1 Euro, die sind bis zu 2 Jahre haltbar, also die lassen sich auch ganz gut bevorraten. Sonst haben wir noch unsere Getränke, Mineralwasser und alles, was man so braucht für tägliche Leben. Manchmal noch was Nüsse, was Erdnüsse, was Oliven, auch dass wir mal ein bisschen lecker essen können. Davon ist eigentlich so viel da, dass ich auch mal 14 Tage leben kann, ohne ins Geschäft zu gehen.